Schaut mal, die Kleinen, die sind ganz schön gewachsen. Und ihr seht schon, das wird ein Männchen. Und das wird ein Männchen. Das wird ein Männchen. Und ja, wenn ich jetzt einen Finger daneben halte, dann seht ihr, dass sie so, ja, ganz gut gewachsen. Und sie haben alle jetzt so ein bisschen Farbe bekannt. Und wenn sie alle nochmal herkommen würden. Hier sind ein paar blaue dabei, ein paar Kambos mit ein bisschen lustigeren Rotanteil. Es sind auch ein paar Mustard-Gas, also dabei. Da ist einer. Und ja, ich bin schon gespannt, wie die Kleinen sich entwickeln werden. Und ich hoffe, dass ein paar noch dabei sind, die dann noch ein bisschen Blau reinkriegen, wie der Papa, die ein bisschen marbeln. Und ja, die waren jetzt 3 bzw. 4 Tage alleine. Die haben nur über den Futterautomaten bekommen jetzt gerade und denen geht es trotzdem super gut. So, ein paar haben noch Stressstreifen, aber die gehen dann auch demnächst weg. Es ist immer so abhängig, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ich wollte euch jetzt nur eben ein Update geben. Das sind die Jungen, die am 31.03. geschlüpft sind. Und ja, ihr seht ja, das ist ein bunter Haufen. Und ich hoffe, dass ich demnächst die ersten separieren kann. Ich hoffe natürlich auch, dass ein paar Fancy fallen. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich mal. Tschüss!